Halt dich fest, das Brokkoli-Gesetz liegt vor und jetzt könnte man alle Legalisierungszweifler zum Schweigen bringen. Denn Lauterbach persönlich hat die Skeptiker zum Schlafen gelegt. Direkt aus der Bubatz-Pressekonferenz, Bundespressekonferenz vom Gesundheitsminister persönlich, spricht er von einem Wendepunkt. Ja, vielleicht sogar von einem revolutionären Gesetz, das das ganze Land verändern könnte. Und das Beste daran, es scheint, als ob die Bundesländer keinen Spielraum haben, sich dagegen zu wehren. Macht euch also bereit, denn das hier könnte Geschichte schreiben. Es gab ja sehr viele kritische Stimmen, an die erinnerten sich später schon gar nicht. Da hieß es, also die kriegen da nie ein Gesetz hin oder das wird also eine Flickschusterei, klein, klein und so. Ich glaube, jetzt haben wir ein umfängliches Gesetz, ein großes Gesetz, das ist ein Wendepunkt. Es wird dazu führen, dass wir überall die Legalisierung umsetzen. Es wird in allen Bundesländern gelten. Es wird die Anbauvereine geben. Somit haben wir das erstmal hier, ein gutes, großes Gesetz, also ein relativ großes Gesetz in jeder Hinsicht. Und die Länder haben wenig Möglichkeiten, jetzt nachher zu sagen, also bei uns gibt es zum Beispiel keine Clubs. Das ist ja Bundesrecht. Und also wenn solche Vereine gegründet werden, dann sind die Vereine erstmal da.